bin ich eben bei Alexander im Zimmer. Und ich erzähle euch den Rest mal von hier aus. Ja, ich muss jetzt eben meinen Akku wechseln. Also wie gesagt, so viel zu dem einen Thema. Und ihr könnt ja mal eure Meinung dazu sagen. Aber ist es nicht so, jeder ist für sich selber verantwortlich. Wenn ich höre, wenn ich manchmal so von Leuten höre, ich finde keine Arbeit, ich denke mir so, ich könnte so machen und direkt Arbeit haben. Und ich bin doch jetzt nicht klüger als du. Also, vielleicht ist es auch so, dass man, wie soll ich sagen, also man muss auch Abstriche machen. Es gibt so viele Jobs, wo man hin kann, auch mit Kind. Ja, und euch wird auch eine Tagesmutter bezahlt, wenn ihr nicht viel verdient. Ihr könnt euer Kind in den Kindergarten stecken, wenn das Kind im Kindergarten ist. Oder wenn ihr länger arbeitet, kann es von der Tagesmutter abgeholt werden. So wie ich hatte 6 Schichten, Leute. Ich hatte 6 Schichten und da kann mir keiner sagen, ihr findet keinen Job. Oder man kriegt es nicht geregelt mit Job und Kind. Man kriegt alles geregelt, wenn man will, ja. Ich hatte, wenn ich Spätschicht hatte, habe ich morgens mein Kind in den Kindergarten gebracht. Mittags hat die Tagesmutter den kurzen abgeholt. In meiner Pause um 17 Uhr, in meiner Spätschicht, in meiner Pause, ich musste ja auch immer nach Bochum fahren, das sind von uns auch nochmal 35 Kilometer, hin und zurück habe ich jeden Tag 70 Kilometer gemacht, dann bin ich in der Pause von Bochum nach Oberhausen 35 Kilometer zurückgefahren, habe den Kleinen von der Tagesmutter abgeholt, bin nach Hause gefahren, habe dann für ihn noch Essen gemacht und so weiter. Ich hatte eine Dreiviertelstunde Pause, die Pause war dann auch ganz schnell um mit diesem Hin und Her. Und dann habe ich von dort weitergearbeitet im Homeoffice. Klar, nicht jede Dingens hat Homeoffice, nicht jeder, jede Firma. Aber ich will euch nur sagen, und dann habe ich bis 22 Uhr im Homeoffice gearbeitet. Aber war, hatte mein, also, wisst ihr, was ich meine? Ich konnte das mit Kind und Job vereinbaren. Oder als Alexander auf die Welt kam, wollte ich halt irgendwo arbeiten, als Minijob sozusagen. Und bin in ein Sonnenstudio jobben gegangen. Also Sonnenstudios, die suchen auch immer an der Kasse oder sowas. Finde ich alles überhaupt nicht schlimm. Kann man alles machen. Und wenn man sagt, nee, geht nicht, ich habe ein Kind. Doch, es geht. Es geht. Es geht alles, Leute. Es geht alles. Da kann mir wirklich keiner was sagen. Ne? Also wenn man Kind hat und arbeiten möchte, geht es. Ja, beste Beispiel. Ich selber, von daher kann ich sagen, es geht. So, und wenn wir schon mal beim Thema Kinder sind, Kinder und Urlaub, und da kam auch schon mal die Frage, ob ich kein schlechtes Gewissen habe, wenn ich ohne Alexander in den Urlaub fahre. Nein, habe ich nicht, denn in diesem Moment, wenn ich in den Urlaub fahre, geht es meinem Kind gut, meinem Kind geht es sogar besser als mir. Mein Kind hat immer doppelt Geschenke im Jahr, mein Kind hat immer doppelt Urlaub im Jahr. Wenn wir jetzt mit Alexander in Urlaub fahren, 4 Wochen nach Griechenland, ist er danach nochmal 2 Wochen beim Papa und macht mit dem Papa auch nochmal Urlaub. Und in diesen 2 Wochen ist es jetzt euer Ernst, dass ich nicht wegfahren darf ohne mein Kind? So, ich denke mir, what the fuck? Also ich bin auch noch ein Mensch, ich bin nicht gestorben und ich darf genauso rausgehen, Party machen, Samstag, wenn ich Bock drauf habe. Ich darf genauso in den Urlaub ohne mein Kind fahren, Zweisamkeit mit meinem Partner noch genießen. Ich bin nicht mit meinem Kind verheiratet, wisst ihr, was ich meine? Mein Kind ist mein Kind. Und wenn ich mein Kind nicht da habe, habe ich genauso das Recht, mich wohlzufühlen und Spaß zu haben, genauso wie du. Du musst nicht zu Hause bleiben und sagen, oh, ich bin eine Mutter, ich darf nicht weggehen, ich darf nicht rausgehen, ich darf nicht ohne mein Kind irgendwas erleben. Leute, bitte, denkt nicht so engstirnig. Ihr sollt Spaß am Leben haben. Warum sollen Mütter keinen Spaß am Leben haben? Mein Kind hat genauso Spaß in dem Moment. Warum soll ich ein schlechtes Gewissen haben? Oder ich war ja in Hamburg. Alexandro war das Wochenende, wo ich in Hamburg war, beim Papa. Und dann musste ich ja noch bis Mittwoch in Hamburg bleiben, beruflich, also Ermin und ich.
Da haben wir Omis, die auf ihn aufpassen. Also der ist nicht in schlechten Händen. Warum soll ich dann schlechtes Gewissen haben? Ich kann ja mein Kind schlecht mitnehmen, wenn mein Kind Schule hat. Oder wenn ich zum Beispiel 2-3 Tage nach Amsterdam möchte, wo ich weiß, das ist nichts für mein Kind hat da keinen Bock drauf, dann kann ich mein Kind auch mal meiner Mama abgeben und sagen, hier, verbring jetzt mal ein Wochenende mit der Oma. Die Oma freut sich auch und das Kind freut sich auch mal mit der Oma Zeit zu verbringen. Und ich kann dann 2 Tage nach Amsterdam. Warum soll ich mit meinem Kind dahin, wenn ich weiß, mein Kind hat da keinen Spaß dran? Er macht ja eh keinen Spaß. Aber ich lege es immer so, dass ich gucke, wenn Alexander beim Papa ist, dass ich zum Beispiel sage, okay, der ist jetzt gerade beim Papa. Ermin, komm, lass uns mal 2 Tage irgendwo hinfahren. Ne? Irgendeinen Urlaub, wo ich weiß, Alexander hätte da überhaupt keinen Bock drauf. Ich fahre ja nicht mit Ermin in einen Freizeitpark, wo ich wüsste, mit Alexander hätte da Spaß dran. Also wenn wir einen Freizeitpark-Ausflug planen, fürs Wochenende, dann planen wir es natürlich so, dass Alexander mit dabei ist. Versteht ihr, was ich meine? Und ich kann das nicht hören. Hast du kein schlechtes Gewissen, wenn du ohne dein Kind in Urlaub fährst? Nein, habe ich nicht. Bei meinem Kind geht es gut. Und man kann sich auch abnabeln vom Kind. Das ist normal. Man muss nicht das Kind die ganze Zeit so haben. Mütter, bitte. Ja? Bitte. Bitte. Habe ich recht oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare. So, und das letzte Thema, wo ich ein bisschen mehr erzähle jetzt, ist das Thema Hund. Ja, ihr Lieben, ihr habt es ja schon mitbekommen oder meine Mama hat sich verplappert. Wir bekommen einen Hund. Ja, und der zieht im August bei uns ein, weil der ist jetzt erst 3 Wochen alt, müsste der jetzt sein. Und der muss ja jetzt natürlich noch bei seiner Mami bleiben, weil er noch ganz winzig ist. Und wir könnten ihn, glaube ich, im Juli, jetzt werde ich müde, im Juli könnten wir ihn eigentlich abholen. Aber wir sind im Juli ja nicht da, wir sind ja in Griechenland und deswegen holen wir ihn erst im August ab, wenn Alexander auch wieder da ist von Papa. Und dann holen wir ihn ab und dann ist er auch schon ready sozusagen. Und ich finde es toll. Ich werde euch hier mal einblenden, von wo wir den Hund haben. Von Roses Pomeranian, glaube ich, heißt die Seite. Ich hatte nämlich mal gefragt, wo es halt einen seriösen Pomeranian-Züchter gibt. Und dann wurden mir 2-3 Seiten genannt und dann habe ich mir die mal unter die Lupe genommen und bei ihr hatte ich so ein gutes Gefühl einfach und habe auch Bilder gesehen, wo sie andere Hunde vermittelt hat und habe auch bei denen auf der Seite dann gestöbert und geguckt, die haben alle einen gesunden Hund. Man bekommt sogar eine Ahnentafel, die ganzen Impfungen und drum und dran, ne? Also man weiß, man kriegt da einen reinrassigen Hund, der gesund ist. So, natürlich, wenn er irgendwann krank wird, kann man es, ne, weiß man nicht, aber ich will nur sagen, wenn man ihn da kauft, weiß man, man hat einen gesunden Hund, weil da alles mit rechten Dingen abläuft, dass der gesund ist, wenn man ihn dann, also zum Zeitpunkt des Kaufs sozusagen. Ich bin ja schon mal auf einen unseriösen Züchter reingefallen. Das war mein erster Hund, den ich hatte. Der Chihuahua, der ist ja nach 6 Monaten leider gestorben. Das war auch sehr, sehr schlimm. Da war ich sehr traurig. Das ist ja wie ein Kind, ne, so ein Hund. Und da hatte er eine ganz schlimme Blutkrankheit und ist dann nach 6 Monaten gestorben. Wir waren noch im Krankenhaus mit ihm. Wir haben Bluttransfusionen gemacht. Wir haben auch so viel Unmengen an Geld ausgegeben. Der allein hatte schon 1500 Euro gekostet, der Hund. Und dann auch mal Tausende an Euros, um ihn halt an Leben zu erhalten. Aber er ist innerlich ausgetrocknet. Er hat irgendwann Blutkaka gemacht und Blut gespuckt und ist dann innerlich ausgetrocknet. Der konnte nichts mehr bei sich halten, also in sich halten, kein Essen, kein Trinken. Also die Krankheit nennt sich Parvovirose, das Parvovirus. Und das ist, war irgendwie schon im Endstadion, war schon mit der Muttermilch bei dem Hund mit drin und dann, ja, ging es nicht mehr. Da haben wir den nach 6 Monaten verloren. Da war ich sehr, sehr traurig. Dann haben wir ja den Alex geholt, den Jack Russell. Der war super.
Alex war super. Den hatte ich ja 7 Jahre und irgendwann musste ich ihn ja abgeben, weil er anfing, Alexander zu beißen. Der war leider sehr, sehr neidisch. Wir haben auch einen Kurs gemacht, Kind-Hund-Kurs und was weiß ich alles. Und haben versucht, ihm zu erklären, Alexander gehört jetzt zur Familie. Aber er war so eifersüchtig. Und das letzte Mal, wo er ihn gebissen hatte, da ist Alexander in sein Körbchen gekrochen. Du kannst ja auch nicht die ganze Zeit gucken. Ne? Du bist am Kochen und so weiter. Und da hat er ihn wirklich richtig gepackt in der Hand und hatte auch einen richtigen Biss drin. Und da haben wir gesagt, das geht nicht. Das ist der Jack Russell. Also Jack Russell ist ja auch eine Sache für sich. Ne? Also die haben ja ihren eigenen Kopf und ihren eigenen Willen. Und das ist wirklich schwierig. Also das war mir dann zu aggressiv alles. Da habe ich wirklich Angst um Alexander gehabt. Und dann, muss ich auch sagen, hat er auch ein ganz gutes Leben gehabt, der Alex. Wir haben ihn an eine Rentnerin abgegeben, die in der Nähe gewohnt hat, mit einem ganz großen Garten und ganz viel Zeit. Ja, und dann ging es ihm gut, bis er dann irgendwann gestorben ist. Ne? Ja, und jetzt haben wir uns gedacht, wir arbeiten ja eben im Homeoffice und Alexandro wünscht sich schon seit Ewigkeiten entweder eine Katze oder einen Hund und wir dachten uns, ja, da wenn wir dann einen Hund holen, dann einen kleinen, weil wir ja auch viel verreisen, dass wir den einpacken können, auch in die Kabine, ne, damit wir nicht da auch so krass viel an Geld ausgeben müssen, wenn wir mit ihm verreisen. Da kostet keine Ahnung, wie viel Euro das Kilo und da zahlst du irgendwie 20, 30 Euro und dann kannst du den Hund mitnehmen. Ja, so ein kleiner Hund ist halt praktisch, ne, und handlich. Deswegen haben wir uns für einen Pomeranian entschieden. Chihuahua hatte ich ja schon mal, deswegen wollte ich nicht nochmal einen Chihuahua. Haben wir uns halt für einen kleinen Pomeranian entschieden. Dackel hat uns auch gut gefallen, aber dann dachten wir, die werden ja doch schon ein bisschen größer als so Pomeranians. Ja, und dann hat es halt mit dem Hund geklappt. Der Hund hat auch schon einen Namen von uns. Er wird Pikachu heißen. Und ich wollte entweder einen bräunlichen, also so einen orangefarbenen, oder einen beigen, cremefarbenen. Ja, und dann kam dieser Wurf. Und dann habe ich das Foto bekommen und war direkt verliebt in Pikachu. So sah er dann aus. Moment, ich drehe mal die Kamera. Dann könnt ihr die Fotos besser sehen. So sah er danach der Geburt aus. Das ist sein Geschwisterchen. Und ja, da hatte er noch die ganze Zeit die Augen zu. Ob man es hier besser sehen kann auf dem Boden. Ja, ich glaube, hier ist besser. Da hat er dann angefangen, die Äuglein aufzumachen. Der kleine Schatz. Richtig niedlich, ne? Meine Mutter sagt, er sieht aus wie ein Luftballon. Ja, so sah der dann aus. Ah, das waren, die waren nach der Geburt, die Fotos. So ein bisschen durcheinander hier, die Fotos. Das ist seine Mami. Und das ist sein Papi. Oder andersrum. Ich glaube, das ist die Mami. Das ist der Papi. Ja, ich glaube andersrum. Ja, hier nochmal mit seinem Geschwisterchen. Hier haben wir die, von hier haben wir die Hunde. Rose Pomeranian. Jetzt ist es gerade ein bisschen laut. Irgendwie steht ein LKW vor der Tür. Ja, hier, als er die Augen aufgemacht hatte. Richtig niedlich. Und das Gute ist, also das sind so die letzten Fotos. So sieht er jetzt gerade aus. Was ist denn jetzt hier vor der Tür los? Was ist jetzt hier? Ich habe noch eine Müllabfuhr. Ich gehe mal in ein anderes Zimmer. Ist gerade ein bisschen laut. Ja, und wir freuen uns total auf Pikachu. Und ja, der wird dann auf jeden Fall gut erzogen. Ermin hat auch richtig Bock drauf, ihn zu erziehen. Habt ihr auch Haustiere? Schreibt mal in die Kommentare. Was habt ihr denn für Haustiere? Bin ich mal gespannt. Oder wenn ihr einen Hund habt, was habt ihr denn für eine Hunderasse? Thema Hund, was ich noch sagen wollte, ne? Bei Roses Pomeranian, das finde ich so toll, dass sie immer Updates schickt. Also ich kriege immer Updates von dem Hund alle paar Tage, wie der sich macht. Ne? Sie redet auch mit ihm viel und nennt ihn auch beim Namen, damit er hört.
Also man kriegt da auf jeden Fall einen super guten Service, muss ich sagen. Ich freue mich total. Ach ja, und am, muss mal kurz im Kalender gucken, nächsten Montag, also am 5. Mai, fahren wir nach Gummersbach. Da kommt sie nämlich her. Nach der Schule, wenn Alexander von der Schule fertig ist, fahren wir dann nach Gummersbach alle zusammen und lernen Pikachu kennen. Na, dann gucken wir uns Pikachu an und lernen ihn kennen und gucken, ob das matcht und alles. Und ja, dann im August holen wir ihn dann ab. So ihr Lieben, was gestern angekommen ist, was ich euch noch zeigen wollte, ist diese Decke. Das ist eine Decke, die kühlt und die zeige ich euch jetzt mal. Aber in der Zwischenzeit werde ich jetzt erstmal meine Augenbrauen hier abpellen. Ich glaube, 12 Stunden sind jetzt schon um. Wann habe ich das gemacht? Ich glaube, wir haben jetzt schon 11:30 ungefähr. Ja, müssen 12 Stunden schon um sein. Da. Ja, krass. Hier sind noch ein paar Stellen, die man hier so abzupfen muss. Aber man muss echt präzise arbeiten, weil hier habe ich so ein bisschen... Ah ne, das geht ab. Das kann man abzupfen. Ja, tada. Farbe ist dran. Echt gut. Finde ich echt gut. Das ist jetzt die Farbe. Die ist auf der Haut. Und das andere, das hat ja ein paar Tage gehalten. Ich würde jetzt mal gucken, wie das damit ist. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Echt gut. Weil dieses andere habe ich euch ja erzählt, was ich habe. Aber das gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Ich suche es mal eben. Na, wo ist es denn? Wo ist es? Hier. Ja. Das hier gibt es ja nicht mehr. Aber da konnte man das hier auch mitmachen. Nur... dann hat das so ein, wie so ein Lackfilm hinterlassen. Und hier, das ist einfach so jetzt auf in der Haut die Farbe. Und ich kann die Härchen hin und her bewegen. Und das hier war wie so eine Lackschicht drauf. Ja, als wäre das so. Wenn man es nicht abhält, so war das. Und so sieht es aus, wenn man das runternimmt. Guckt mal. Und sogar ein paar Härchen von mir dran. Komischerweise. Das sieht echt witzig aus. Wie so eine Schlangenhaut. So, zurück zur Kühldecke. Ich packe die mal aus. Also die gibt es in verschiedenen Größen und in verschiedenen Farben auch. Ich habe mich jetzt hier für diese blau-graue normale Variante entschieden. Es gibt aber auch noch rosa und ganz grau und so weiter. Also ich werde euch auf jeden Fall verlinken. Die gibt es auf Amazon. So, warum habe ich die geholt? Erstmal hatte die echt gute Bewertungen. Krass, ich lege die gerade auf meine Beine und ich merke schon, wie krass die kühlt. Die hat nämlich so eine, muss ich mal eben ablesen, das heißt japanische ARC Chill Technologie. Und diese Technologie lässt die Decke kühl wirken und es ist so krass. Meine Beine sind halt hier jetzt nackig, ne? Ich habe eine kurze Hose an und sobald ich die hier drauf lege, ist es wirklich so krass, dass die so kalt hält. Also es ist wie so eine mobile Klimaanlage, kann man echt sagen. Und die hat hier, die hat zwei Seiten. Einmal hier die Seite, die halt kalt hält und einmal die andere Seite. Jetzt muss ich nur mal gucken, ob man das so schon merkt, welche die kühlende Seite ist. Okay, die kühlende Seite ist auf jeden Fall die hier. Die hält nämlich richtig krass kalt. Es ist wirklich wie so eine mobile Klimaanlage. Also wenn euch warm ist und ihr wollt euch abkühlen oder ihr braucht eine Decke für abends zum Zudecken, die euch nicht schwitzen lässt, wo es nicht heiß drunter wird, wo man halt nicht schwitzt, kann ich euch diese Decke empfehlen. Die hatte echt gute Bewertungen. Die hält nämlich im Sommer schön kalt, so wie man es haben möchte. So eine richtig angenehme Temperatur. Die ist wärmeregulierend. Also die ist
schlau. Das ist eine schlaue Decke. Und die hält halt richtig schön kalt. Und man merkt es direkt schon. Es ist richtig krass. Wenn man die so dran hält, ich denke mir gerade, ich habe nämlich meistens so ein warmes Gesicht. Wenn ich mir das so ins Gesicht halte, merke ich schon, wie schön kalt die ist. Richtig angenehm. Ich liebe diese Decke jetzt schon. Ich werde mich jetzt mal damit zudecken. Und wenn die gut ist, werde ich zwei bestellen. Auch eine für Ermin, aber die wird auf jeden Fall gut sein. Jetzt kann ich hier auch mal sehen, welche Größe ich habe. Ich glaube, das ist eine 80er oder eine 90er. Und ja, es ist echt krass, wie kalt diese Decke einfach ist. Das ist echt heftig. Das tut so gut. Wow. Vor allem, ich bin ja auch ein Mensch, der nachts gerne schwitzt und ich bin auch ein sehr warmer Mensch. Ermin ist ein kalter Mensch, der hat immer kalte Füße und ich werde halt immer so schnell warm. Also mir wird warm nachts und ich schwitze auch sehr viel und die ist einfach meine Rettung. Wow, richtig, richtig gut. Ja, also ich werde euch die Decke unten in die Infobox verlinken. Man kann sie natürlich auch waschen. Hier steht auch nochmal, wie sie kühlt. Kann man hier auch nochmal erkennen. Also die hält auf jeden Fall schön kalt. Die kühlt richtig cool. Ja, ich verlinke sie euch, wie gesagt, unten in die Infobox.